Berlin Hauptbahnhof, 1. März 2014. Peace out, yo. Nach kurzem Abschied machte ich mich auf und traf meine Kommilitonen aus Potsdam, Christina, Lisa und Laura. Was geht ab? Wer ist der Mac, yo? Ey, dann erklären wir jetzt erstmal die Problematik, was eigentlich abgeht. Stylen kurz. Style dich mal, ja. Ja, ich bin ja immer noch Christina. Also. Die Problematik ist. Also, folgendes. Die Problematik an sich ist, dass ich in einem ganz anderen Waggon. Getrennt von euch dreien. Ihr habt ja noch wenigstens den Vorzug, dass ihr in einem Wagen seid. Ja, was denn? Ja, ich bin mit zwei russischen Damen, die sehr nett sind. Die eine kann gar kein Deutsch, die andere nur gebrochen. Ja, und die schlafen halt schon in meinem Abteil. Also wir haben zusammen einen Abteil mit einer Babuschka. Nee, so. Ja, man ist richtiger Partykiller, wa? Ich hab gar keinen Bock mit uns mit irgendwas. Also, ich hab nämlich gar nicht so voll nett eigentlich. Ja, die war nett, aber sie hat keinen Bock. Sie ist sehr. Sie zeigt mich gerne Emotionen. Ich habe sie aber gerade etwas länger als einmal angegrimst. Und dann kam sie gleich. Naja, aber am Anfang war die richtig nett so. Nur dann ganz das war witzig, stimmt. Wir haben irgendwie versucht, auf Russisch zu sagen, warum wir tauschen wollen. Ja. Und dann sagte sie aber so halt direkt, ach, ich bin doch alt. Und Lisa, ah, da. So, ja. Nein, ich habe gesagt, dass ich das verstehen kann. Ja, aber das konnte man so schlecht verstehen. Ja. Sehr, sehr gut für eine Überzeugung. Ja, ist ja okay, das stimmt, du hast recht. Die Stimme, ja, stimmt, ich bin alt. Ach, stimmt, ja, stimmt, ich bin alt. Voll. Wenn ihr jetzt versteht. Nehmen wir Chips oder was? Ja. Nach etwa 15 Stunden Fahrt überquerten wir den Grenzfluss Bug und ließen Polen hinter uns. Wir erreichten nun die Grenzstadt Brest und befanden uns in Weißrussland. Ist der jetzt in Rot? Ja, das heißt, es filmt die ganze Zeit. Ach, Film. Halt es mal nicht so, weil das ist total dumm. Hä? Okay, Entschuldigung. Halt es mal bitte nicht so, das ist total dumm. Versuch du doch mal eine Pirogge zu bestellen. Du versuchst seit 10 Minuten so eine Chicken oder eine Pirogge zu bestellen. Jetzt ja, ich bin total dumm. Okay, dann ist das nicht so leicht. Ich esse vom Fleisch. Als die Frau auf meinem Zimmer meinte, kauf lieber nicht. Warum sagst du mir das jetzt? Mann, wie soll ich das schreien oder was? Sorry. Nein, es ist mal jetzt deine. Ich hab Durchfalltabletten dabei. Ach. Wie war das damit in Moskau? Ja, auf meiner hast du schon erzählt oder was? Ja, deine dumme Kamera mit der Auslösung. Nee, das ist gerade jetzt ganz schön interessant. Ja? Ich bin sehr interessiert. Ja, jetzt ist halt Berlin. Da bin ich halt lieber beim Berlin. Ja, auf meiner letzten Russlandfahrt hatte ich nur Durchfall. Komm mal her. Okay, pass mal auf. Wir machen das jetzt mal anders. Okay. Und zwar filmen wir jetzt mal, wie du diese Dinger isst. Dein Gesicht möchten wir bitte sehen, wie du aussiehst. Ach, von unten eigentlich. Ja, genau, von innen. Von unten, ja. Aber da musst du auch abbeißen, Christina. Nee. Du musst auch scharf stellen, ne? Ist scharf. Ist super scharf. Du und die Tür. Aber riecht? Ja, dein Akku wird ja leer. Ich möchte nicht. Wie, du willst nicht mal dran riechen? Nee. Sonst riechst du immer an Schokolade und so. Nee, ja, Schokolade. Na, jetzt habt ihr schon ein schönes Satz zu essen, ne? Und solche wunderschönen Hühner sind das, ne? Ja, ich dachte, die sind doch tot. Ja. Was ist da drin? Mit Apfelmus. So, jetzt fahren wir die zweite Hälfte des Zuges rein, ne? Weil der ganze Zug nicht reinpasst in der Halle. Aha. Dann fahren wir die zweite Hälfte rein. Bevor wir unsere Reise fortsetzen konnten,
wurden unsere Züge erstmal umgegleist auf die russische Spurweite. Die Waggons wurden hydraulisch angehoben und die Untergestelle ausgetauscht. Dies nahm etwa 1 bis 2 Stunden in Anspruch. Wie geht das denn weiter? Oh, ich kann nicht mehr laufen. Das war schön. Nach endlosen 28 Stunden Fahrt erreichten wir endlich unser Ziel. Um 3 Uhr morgens. Moskau! Das ist das wahre Moskau, nicht dieser Kreml und so. Wir waren endlich angekommen am Puschkin-Institut, dem staatlichen Institut zur Förderung der russischen Sprache. Das hier würde unser Zuhause sein für die nächsten 4 Wochen. Am Freitag brachen wir auf unsere erste Exkursion, eine Busfahrt zum Roten Platz. Für die meisten würde es das erste Mal sein, dass sie Russlands Hauptstadt wirklich kennenlernen. Zufälligerweise gerieten wir in eine staatlich organisierte Demonstration zur Befreiung der Krim. Okay, jetzt. Hi. Hast du geklappt? Gefilmt, ja. Okay, ist gut. Okay. Nach mehreren Stunden in der Innenstadt und am Roten Platz machten wir uns auf den Weg nach Hause mit der Metro. Nach etwa 20 Minuten Laufen von der nächstgelegenen Metrostation erreichten wir das Puschkin-Institut. Dieses bestand aus 2 Teilen. Einmal das eigentliche Institut mit den Unterrichtsräumen und der dazugehörigen Verwaltung und nebenan das 15-stöckige Wohnheim, wo die Studenten untergebracht waren. In der Empfangshalle mussten wir unseren Schlüssel entgegennehmen und unserem Ausweis zum Pförtner vorzeigen. Dann schlängelte man sich durch lange grüne Gänge zum Fahrstuhl, der einen hoch ins Wohnheim brachte. Hier lebten wir in guten russischen Verhältnissen mit Studenten aus der ganzen Welt. Ich wohnte in einer 5er-WG und teilte mir ein 3er-Zimmer mit Eduard und Julius, meinen Kommilitonen aus Potsdam. Wir waren im 8. Stock untergebracht, in der Wohnung 833. Unsere Wohnung war gemütlich, gut geheizt, aber dafür meistens ziemlich unordentlich. Wir hatten Internetanschluss, einen funktionierenden Kühlschrank und ein funktionstüchtiges Bad. Bis auf die Badezimmertür, welche sich nicht verschließen ließ. Aber damit konnten wir umgehen. Die Stockwerke waren nach Nationalitäten gegliedert. Wir, die Deutschen, von der HU, TU und Uni Potsdam befanden uns auf dem 7. und 8. Stock. Wir hatten 4-mal die Woche Unterricht von 9.30 Uhr bis etwa 15 Uhr. Wenn man nicht gerade mit Lernen oder
Hausaufgaben machen beschäftigt war, schaute man sich die Stadt an, ging einkaufen oder kochte sich was. Gelegentlich wurde auch was getrunken. Auf jedem Stockwerk befand sich eine Gemeinschaftsküche. Heute feierten wir Julis Geburtstag. Wir aßen Pelmeni und Kuchen und tranken natürlich auch ein. Oder zwei. Oder drei. Bevor wir uns versahen, waren wir auch schon auf dem Weg in die Innenstadt. Ey, filmst du es gerade? Ja. Das Film. Hallo, Eduard. Hallo, Taxifahrer. Hallo, Eduard. High five. Am nächsten Morgen erwachten wir mit einem erheblichen Kater. Wir verbrachten den Abend im Club Chesterfield, der ungefähr mit dem Niveau des Berliner Kudorfs zu vergleichen ist. Ähnlich durchwachsen war auch unsere Nacht. Die Hälfte der Gruppe wurde an der Tür abgewiesen, eine Brille ging zu Bruch, das neue Geburtstagsgeschenk, ein iPhone 5S, wurde geklaut, Mageninhalt verteilte sich im Taxi und ich verlor meine am Tag zuvor erhaltene polizeiliche Anmeldung. Als Fazit kann man sagen, dass wir Moskau unterschätzt haben. Zum Glück waren unsere Dozenten, Frau Böll und Frau Prade, schon abgereist, sodass sie nichts hiervon mitbekamen. Die nächsten Tage gingen wir ganz ruhig an und schauten uns die Stadt bei Tag an.